euch zeigen, wie ihr bei Overtours One-Way-Flüge aus Deutschland hinaus ins jeweilige Zielgebiet als auch Ex-Ausland nach Deutschland bucht und abfragt. So, als erstes fangen wir an mit dem Veranstalterkürzel. Wir geben vor OGE für Öger, dann die Aktion GZ und die Reiseart GANF. Als nächstes geben wir die Anzahl der Personen ein, die fliegen, dann Anforderung Flug ganz normal, dann die erforderliche Flugstrecke, das ist von daher, in dem Fall jetzt 15.06. zum Beispiel, und drücken Enter. So, dann kommen wir im nächsten Schritt in die Auswahl der verschiedenen Flüge, die zur Verfügung stehen. Wir haben hier zum Beispiel als erstes die Sun Express um 14.30 Uhr mit Ankunft 19.10 Uhr. Die kostet netto ohne Servicegebühr 157 Euro. Das gleiche gilt für die Sun Express um 18.50 Uhr und die Sun Express Germany um 17.45 Uhr. Die Hamburg Airways um 5.50 Uhr kostet netto 176 Euro im One-Way. Wir wählen jetzt einfach den Flug aus, setzen ein X davor und drücken die Enter-Taste. Daraufhin werden wir darauf hingewiesen, wie die Stornoumbuchungsbedingungen sind, ob es spezielle tagsaktuelle Preise sind der Sun Express oder ob es sich um Flüge aus dem Kontingent handelt. In dem Fall ist es jetzt hier so, dass Stornoumbuchungen erlaubt sind. Stornoumbuchungsgebühren gelten laut den normalen Reise- und Zahlungsbedingungen. Änderungen des Alters der Teilnehmer sind nicht möglich. Das nochmal als Hinweis für uns. Daraufhin bestätigen wir, dass der Kunde bzw. wir die Tarifbestimmung zur Kenntnis genommen haben und diese akzeptiert haben und gehen mit Merlin dann, übergeben wir das Ganze an die Merlin-Maske. So, wie ihr sehen könnt, habt ihr jetzt den Flug übernommen. Das ist jetzt Düsseldorf-Antalya mit der Sun Express 181 um 14.30 Uhr mit Landung 19.10 Uhr. Wir nehmen jetzt erstmal die Versicherung raus, indem wir vor die Versicherungszeile KV setzen und drücken Enter. So, daraufhin ist die Versicherung jetzt rausgenommen. Und ihr seht hier einen Preis von 167 Euro. Der weicht um 10 Euro ab, weil er euch automatisch schon eine Servicegebühr von 10 Euro zusteuert. Die könnt ihr variabel ändern. Wir ändern diese jetzt mal einfach auf 20. Dann ändert sich der Preis hier unten unter Gesamt auf 177 Euro. Wir können auch genauso gut dann als Beispiel 30 Euro Servicegebühr nehmen. Dann ändert sich der Preis auf 187 Euro. So, das gleiche gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung. Das heißt, wir wiederholen das Ganze nochmal. Veranstalter Öger, Aktion GZ, Reiseart GANF. Für die Reiseart Flug ist es dann wieder eine Person und nehmen jetzt die Strecke Flug Antalya Düsseldorf zum Beispiel. Machen da das Reisedatum, setzen wir wieder auf den 15.06. Das Bis-Datum bleibt leer und drücken Enter. So, auch hier wieder dann die Auswahl, wo wir uns den Flug aussuchen können. Hier wieder mit den Nettopreisen. So, das heißt, wir haben ja als erstes den günstigsten Flug, ist die Hamburg Airways um 20.10 Uhr. Die kostet netto 141 Euro. Die wählen wir jetzt auch aus. Auch hier wieder dann der Hinweis auf die Stornoumbuchungsgebühren, dass diese in dem Fall laut Reise- und Zahlungsbedingungen sind. Auch hier müssen wir wieder bestätigen, der Kunde wurde über die Tarifbestimmung informiert und akzeptiert diese und bestätigen das Ganze dann mit dem Klick auf den Merlin-Button. So, auch hier haben wir dann wieder alles soweit übernommen. Auch hier nehmen wir wieder die Versicherung raus und können auch hier individuell unsere Servicegebühr festlegen. Na, ich habe hier einen kleinen Fehler drin gehabt. So, und können hier auch wieder unsere Servicegebühr individuell festlegen. 15 Euro zum Beispiel. Dann ändert sich der Preis auf 156 Euro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja. Ich hoffe, die nächsten Videos, die noch folgen werden, gefallen euch genauso. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.